Dann mal alle ab an die Arbeit. Eine Tasse von den Kollegen, ne? Von den NYPD. So, warte, die lebt ja noch. Ich würde das sicherheitshalber noch mal so eine Fuhre Pfefferspray. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Autobahn Police Simulator 2. Die können sich nämlich überhaupt nicht entscheiden. Auf der einen Seite heißt es in der Steam Bibliothek Autobahn Police Simulator 2. Aber wenn ich jetzt in meiner Bibliothek das anklicke, steht da Autobahn Polizei Simulator 2. Aber auf der Shop-Seite steht wiederum Police. Und hier in der Beschreibung steht, beginnen Sie jetzt mit dem zweiten Teil des beliebten Autobahn Polizei Simulators zusammengeschrieben auf einmal. Das Ding ist das übelste Meme. Naja, gut, gehen wir wieder rein. Also, hier sind wir mit hier Rudi. Schön gerade eingeparkt mit einem BMW 63er A. Und ich würde sagen, wir sinken hier ein bisschen wieder. Alter, ich mache das nicht mit Absicht. Also, wir hören uns mal einen neuen Auftrag ab. Mit meinem alten Kumpel hier. Ich hab was für euch. Der Steinwerfer ist wieder aktiv geworden. Nein! Und dieses Mal hat er einen Wagen erwischt. Alles klar, wir machen uns gleich auf den Weg. Der scheiß Steinewerfer. Jetzt sind wir wieder dran. Es ist ein Genuss. Ein Genuss wie die Donuts hier von gegenüber. Können wir uns da nochmal einen holen? Sie wissen, was ich gern hätte, oder? Bitte sehr. Wohl bekommst. Danke sehr. Beim letzten Mal, falls ihr euch noch erinnert, hatten wir einen Unfall. Jawohl. Aus dem Weg! Wir sind zu einem Unfallort gefahren und haben dort einen LKW inspiziert, der volle Lotte gegen so einen Brückenpfeiler gerauscht ist. Au! Oh! Da hatte ich ja schon den Verdacht geäußert. Auch Hans meinte das. Alter. Junge, ich will einfach nur... Auf Hans! Hans meinte das auch. Ja? Er. Dass vermutlich der Steineschmeißer da von der Brücke Steine geschmissen hat und der LKW deswegen... Aber der Fahrer, der war ja ein bisschen aufgelöst auch. Naja, aber vom Steineschmeißer selber hatten wir nichts mehr gehört. Dem waren wir ja in Folge 1 auf der Spur, ne? So, wir steigen ein. Hans, mach Dampf! Es tut einfach weh, das Spiel. Es tut in meiner Seele weh, es tut in meinen Augen übel weh und es tut in meinen Ohren so unnormal weh. Realitätsnah. Also, der hat jetzt ein Auto getroffen. Das geht natürlich gar nicht. Ihr habt mir ja übrigens die Unterschiede ganz klar erklärt. Das ist das Stadthorn und das ist das Landhorn. Oder umgedreht. Ist der besoffen? Wollen wir den mal sicherheitshalber anhalten? So. Wir überholen mal. Halten Sie! So. Und Ihr Fahrzeug an! Spiegelverkehr. Oh, die Fernbedienung. Ey! Hier spricht die Polizei! Oh! Anhalten! Sofort ist der volltrunken! Fahren Sie rechts ran! Hier ist die GSG! GG! Geflüchtet! Hä, was passiert hier? Ich halte ihn an. Jetzt gibt's Stress. Hans, mach mal aus. Jetzt hat er ein Problem. Der ist komplett besoffen. Hallo, wie rede ich mit ihm? Mit ihr kann ich reden. Ich mach nichts, ich schwör's. Hans sitzt. Ich kann die Kamera nicht
nach oben richten. Steigen Sie jetzt bitte aus dem Fahrzeug. Ich krieg's nicht hin. Steigen Sie aus dem Fahrzeug! Stellen wir mal vor, irgendwo in Spandau, in einem großen Gebäude, wo niemand ist, sitzt ein Typ vor seinem Computer, brüllt seinen Monitor an mit einer Nerf Gun. Also, kann man jetzt LKW-Fahrer nicht anhalten, oder was? Nee, ohne Witz, die Kamera ist... Das könnt ihr nicht nachfühlen. Ich versuch's euch mal... So, ich versuche jetzt die Kamera zum Auto zu drehen. Mehr mache ich nicht als das. Das ist ganz interessant hier, was hier gerade passiert. Die Leitplanke ist für die Kamera eine unsichtbare Barriere, eine Wand. Da kann die Kamera nicht... Die Kameraansicht kann darüber nicht schwenken. Das ist wie... Da stößt sie immer gegen. Und dann knallt sie so nach unten und flutscht wieder in die Ursprungsposition. Das ist ganz interessant. Ich kann die Kamera nicht hinter ihn positionieren, weil da eine Leitplanke ist. Was ist das für ein Müll? Dann halt nicht. Jetzt steig bitte aus. Die ganze Autobahn ist verstopft. Du bist besoffen. Geht es bei einem anderen LKW? Ihm geht es nicht. Bei ihm geht es nicht. Ich bin so sauer. Ja, dann fahren wir jetzt weiter. Scheiße. Das ist eine Niederlage für das deutsche Rechtssystem. Sag mal, hier ist Rechtsfahrgebot. Ihr habt doch alle den Schuss nicht gehört. Rechtsfahrgebot ist in Deutschland. 3, 2, 1, go! Da kommt man nur noch auf die Autobahn mit 2 Promille oder was? Fahren alle links. So, 200 Meter, da sind wir da. Oh Gott, tritt drauf, Hans, Bremse. Alter. Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Dunkelheit und wieder auf, Akt 2. Ich habe die Personalien aufgenommen, alles in Ordnung soweit. Gut, das ging ja schnell. Warum gibt es diesen Dialog? Warum? Was soll... Was soll immer diese Schwarzblende? Ja, als erstes werden wir mal den Kofferraum hier öffnen. So, und dann nehmen wir mal die Pömpel und jetzt ziehen wir uns die wieder richtig schön durch den Schritt. Unfallstelle gesichert, ne? Da ist der Stein. Ja, das könnte, Hans. Siehst du das, Hans? Das hier könnte die Unfallursache sein. Interessant. Diese Pflastersteine werden hier oft für Autobahnparkplätze benutzt. Leider gibt es zu viele Baustellen, um der Spur direkt nachzugehen. Ey, was ist das jetzt für ein Wasserhahn, der hier läuft? Also wenn ich das Game, das kann doch niemand ernst nehmen. Wieso darf sowas in Steam verkauft werden? Das ist ja der Hammer. So, machen wir ein Foto. Unfallobjekt 1. Hans, schön im Profil. So, da haben wir Objekt 2. Und da liegt aber auch eine Platte. Befrage Unbeteiligte. Hallo. Können Sie mir vielleicht beschreiben, wie sich der Unfall zugetragen hat? Ja, natürlich. Also, ich bin gerade noch unterhalb der Brücke und da sehe ich eine schnelle Bewegung. Etwas Kleines, Dunkles fliegt durch die Luft. Da höre ich es krachen und sehe, dass der Wagen vor mir eine Vollbremsung macht. Den Stein, der geworfen worden ist, den habe ich vor kurzem noch woanders gesehen. Also, einen Stein wie diesen, meine ich. Wir waren an einem Rastplatz gar nicht weit von hier und da wurden gerade Parkplätze neu gepflastert. Danke, das ist eine hilfreiche Information. Markieren Sie den Ort bitte auf der Karte. Willkommen. 21. Jahrhundert, ey. Gut, so, das war's auch schon. Dann mal alle ab an die Arbeit. Vervollständige Unfallskizze. Was muss ich machen? Unfallskizze? Es kann mir keiner erzählen. Das ist so ein Bullshit. Als würde man mich hier verarschen wollen. Das kann mir doch keiner erzählen. Ey, sorry. Hä? Ist versteckte Kamera?
Da vorne läuft ein Wasserhahn. Hier ist eine Straßenmarkierung, einfach je nachdem, wo man steht, nicht da oder halt doch. Alle fahren besoffen. LKW-Fahrer kann ich nicht befragen, warum auch immer. Die Kamera wird blockiert von jedem Kackobjekt. Es ist bescheuert. Okay, für vollständige Umfasskizze. Ich versuch's. Da haben wir ihn. Greifen. So. Achso, da auch noch, genau. Victory! Fertig! Ich dachte, ich hätte schnell genug. Okay, so, wir untersuchen das jetzt mal. So, hier sind schon wieder die Zigaretten, das sehe ich doch. Aua! Wieder so viele Zigarettenkippen. Und wieder die gleiche Marke. Es ist mit Sicherheit kein Zufall. Das ist unser Mann. Ja, Hans. Und dieses Mal hat er ein Fahrzeug erwischt. Wir müssen ihn schnappen, bevor noch etwas Schlimmeres passiert. Komm, lass uns zu dem Rastplatz fahren. Alles klar, Hans. Es gibt ja ein Game Award. Oder Deutscher Entwicklerspielepreis. Warum gibt es nicht auch sowas in Scheiße? Also, wisst ihr, wie ich meine? Da wäre ich sowas von Jurymitglied. Sind wir eigentlich Wagen 6? Die labern immer von Wagen 6? Ah, nö, okay. So, kann ich da. Ich bin halt sonst wo. Ja. Bitte richtige Straßenseite. So. Ja. Das sind schon die Steine. Oh, und zufälligerweise ist hier des Nachts ein Bauarbeiter. Halt die Schnauze! Hört ihr die Natur? Auf dem rechten Ohr? Hm. Links der Autobahn. Das Nichts. So. Warum arbeiten Sie nicht? Hallo, kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Tag. Ja, klar. Habe ich was falsch gemacht? Nein, nein. Sie können uns aber vielleicht bei einem Fall weiterhelfen. Ach so. Rechts. Na, dann schießen Sie mal los. Haben Links. Sie jemanden beobachtet, der sich bei dem Steinhaufen hier bedient hat? Rechts. Die sind natürlich nicht abgezählt, aber ich habe tatsächlich was beobachtet. So ein Typ ist um die Baustelle herumgeschlichen. Ist gar nicht lange her. Ja, da könnt ihr bitte die... Also, könnt ihr das bitte zum Mono machen? Danke. Also, ich zeige Ihnen mal ein Foto von dem Stein, den ich gefunden habe. War es zufällig diese Person hier? Hä? Ja, doch. Der hatte auch die gleiche Jacke an, wie auf dem Foto. Können Sie nähere Angaben zu dem Wagen machen? Ja, es war ein grüner Geländewagen, ein relativ neues Modell. Das Kennzeichen habe ich leider nicht gesehen. Na gut. Vielen Dank für Ihre Zeit. So, wir können weiter, Hans. Schau mal ein hier, ganz geschmeidig. Zack. Da machen wir schnell Reise. Ich habe gar keinen Bock mehr. So, hin. Hä? Hier sind wir. So, ich will zum... nach Niesen, zum Ausrufezeichen. Hä? Ich hab dafür... Also, was soll ich dazu noch sagen? Muss ich hier erst auf der Autobahn sein? Hä? Kannst du das wiederholen? Nein, wiederholst du ihn nicht. Endlich machen wir Fortschritte. Wir haben ein Foto des Verdächtigen und die Beschreibung des Fahrzeugs. Gut gemacht. Danke, Chef. Wir müssen da auf jeden Fall dranbleiben, bevor Schlimmeres passiert. Ich glaube, wir werden bald den Computer-Auswertungs-Videoraum brauchen. Den was? Gut, Leute. Das war eine weitere Folge. Autobahn, Polizei, Police. Simulator 2. Absolutes Meme. Keine Ahnung. Ich fühle mich auch wirklich physisch sehr ausgelaugt. Gerade. Das ist einfach. Das ist so heftig. Gut, tschüss.